Gefühle, sind sie hilfreich oder Stolpersteine? Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und wir sind deine Gastgeber Günther Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rehbricht. Und jetzt die Frage in die Runde: Sind Gefühle hilfreich oder Stolpersteine? Was denkt ihr darüber? Ich steige mal ein. Also ich glaube erstmal, Günther Mohr ist mein Name, Volkswirt und Psychologe. Also ich gucke mir die Welt von sehr unterschiedlichen Perspektiven an, also ökonomisch und psychologisch. Das Problem in der Gesellschaft und in der Welt ist, dass das Denken im Vordergrund steht. Ich glaube, dass wir genau das zentrale Thema hier am Wickel haben. Der Mensch ist nämlich kein Homo economicus oder Homo cogitus, sondern der Mensch ist zentral durch Gefühle bestimmt. Ich glaube, dass ihn das ungeheuer prägt und dass viele Handlungen und was Menschen machen, bis hin zum Krieg oder sowas, im Moment durch Gefühle bestimmt sind. Also dass man mal vorab, also insofern kann es sein, dass es Stolpersteine sind, weil Gefühle oft auch dadurch, weil sie so eine Eigendynamik entwickeln im Menschen. Der Mensch ist ein Homo emotionicus, oder vielleicht ist das auch falsches Latein, aber jedenfalls mal so genannt, weil das wirklich so eine Eigendynamik hat und den Menschen sowas von charakterisiert, wie keine andere Zugangsweise der Mensch sonst hat, wie Denken oder selbst der Körper, der auch heute sehr en vogue ist. Gefühle sind das Zentrale, damit, das ist so meine Eingangsthese erstmal. Also ich kann mich der tatsächlich anschließen. Was ich auch immer spannend finde, ist, wenn ich Menschen im Coaching habe und die haben irgendwie so ein unbestimmtes Gefühl und ich frage zum Beispiel nach dem Gedanken dazu, da kommt dann auch oftmals ein Gedanke, aber es kann auch sein, dass kein Gedanke dazu kommt, weil das Fühlen einfach schon auch schon, also vorgeburtlich und auch kurz nach der Geburt da ist, also zu einem Stadium, wo der Mensch noch nicht denken kann. Deswegen unterstütze ich deine Hypothese, dass wir Homo economicus sind. Und ja, ich glaube, ich würde es dem Altgriechischen zuordnen, den Begriff. Du meinst emotionales Wesen? Ja, in erster nicht Linie. Economicus. Ja, okay. Achso, meinte also, ich ja, emotionalikus ja, meinte ich, nicht ökonomikus. Ja, okay, also ich bin der Bernd Taglieber, Senior-Berater und Agile-Facilitator, so würde ich mich heute auch benennen, weil das für mich ein wichtiges Feld ist. Jetzt ist die Frage, die du eingangs gestellt hast, Steffen, die ist ja noch nicht wirklich beantwortet. Ja, Stolperstein oder eher hilfreich. Und ich glaube, dass beides eine Rolle spielt. Ja. Also sowohl Gefühle als Indikatoren, als Hinweisgeber, was in der Umwelt los ist, aber leider auch sehr, sehr häufig Stolperstein in Richtung, dass Menschen von Gefühlen überschwemmt werden und vielleicht sogar bis zur Unfähigkeit dann in ihrem Handeln sind. Ich glaube, das Drama ist, obwohl der Mensch so ein Gefühlswesen ist, lernt man das ja nicht. In der Schule wird keine Emotionsregulation gelernt. Es wird noch nicht mal gelernt, was für Gefühle es gibt oder so. Man tut so, als wenn der Mensch irgendwas anderes ist, als wenn der so ein Denkwesen oder Mathe oder irgend sowas ist. Aber mit Gefühlen, die sind im Bildungssystem zum Beispiel, jedenfalls in unseren Kulturen, ich weiß jetzt, kann jetzt nicht für andere mehr indigene oder sonst Kulturen sprechen, da in unserer Kultur ist es überhaupt nicht integriert. Und das hat das zur Folge, Bernd, was du sagst, weil der wichtigste Zugang, den Menschen eigentlich zur Welt haben, wenn der nicht geübt, trainiert und reflektiert ist, kein Wunder, wenn er alle möglichen Blüten schlägt. Ne? Ja. Ich biete ab und zu mal ein Gefühlsseminar an und da frage ich am Anfang immer, dass die Menschen, also ich schicke dir in ihre Breakout-Rooms und dann sollen die Menschen mir mal definieren, was sie unter dem Wort Gefühle verstehen. Sollen sie mir mal definieren, was das ist? Und wenn wir dann das zusammentragen, da kommen ziemlich wilde Erklärungen raus, aber häufig ist überhaupt nicht klar, was eigentlich überhaupt ein Gefühl ist. Ja, also ich sag mal, das ist ja der allgemeine Begriff Gefühle, ne? Und da steckt natürlich auch vom Wortstamm her das Thema Fühlen drin, was ja erstmal ein
vom Tastsinn her, vom körperlicher Eindruck ist. Und in der Psychologie sprechen wir ja eher von Emotionen. Ja? Das heißt, also diese ganze Palette von Gefühl, also als subjektiver Eindruck, dann aber auch die körperlichen, die Ausdrucksformen, die Expressionen, also wie Gefühle ausgedrückt werden, ja, auch motivationale Aspekte, ne, die im Fühlen drin stecken. Das ist ja in der Tat ein richtiger Blumenstrauß, ne, an Aspekten, die in diesem Thema drin stecken. Ja, bei Erwachsenen ist es so, dass Gefühle durch Bewertungen entstehen. Gefühle sind eine nachgelagerte Reaktion des Menschen. Da ist ein bewusster oder unbewusster Bewertungsprozess davor. Mich stört irgendwas oder ich reagiere aus irgendwelchen Gründen da allergisch auf eine Reaktion von jemand anderem oder auf eine Situation. Und dann im Gefühl selber ist natürlich diese energetische Komponente und die hat auch Ausstrahlung auf eine Körperreaktion wieder. Mhm. Ja, aber eine Körperempfindung an sich ist was anderes als ein Gefühl. Deshalb würde ich zum Beispiel den körperlichen Schmerz nicht unter Gefühle nehmen, sondern das ist eine Körperempfindung. Also wenn ich mich mit einer Nadel steche oder so und habe einen körperlichen Schmerz, da habe ich vielleicht auch ein Gefühl dazu, aber es ist für meine Begriffe was völlig anderes, als wenn ich ein Gefühl habe wie Ärger und Trauer oder Freude über eine bestimmte Situation, weil ich die entsprechend bewerte. Es gibt aber intensive Verkoppelungen, Günther, aus meiner Sicht mit Körpersensationen, also was weiß ich, der Bauch sozusagen grummelt. Ich kenne es sogar von mir selbst, also bei starken verdrängten Ängsten bis hin zum Frieren, also dass der Körper auch kalt wird. Und ich glaube, dass es eine Menge Verknüpfungen gibt zwischen Körpersymptomen und Gefühlen. Ne? Klar, sagen wir sowas wie, man kann es trennen, aber es gibt eben auch im Alltagsempfinden von Menschen, glaube ich, eine extreme Verkoppelung. Zum Beispiel das Rotwerden. Also wenn Menschen rot werden und sie merken das selbst, ne, und wie sich das dann auch gegenseitig verstärkt, ne, sie denken dann, okay, da ich werde jetzt rot und das wird irgendwie bewertet von außen. Ich habe zu dem Thema Bewertung ja vielleicht nochmal ein bisschen eine eigensinnige Haltung dazu. Ne? Also die Verhaltenspsychologen, die haben ja so eine Idee, dass erst der Gedanke und dann die Emotion dazu kommt. Ich bin der Meinung, dass das, was als erstes da ist, ein Trigger ist, ein Auslöseimpuls, ja, der möglicherweise gelernt ist, aber auch, ich sage mal so, bei den Standardgefühlen, ne, wie sie genetisch bei allen Menschen vorkommen, auch genetisch fixiert ist. Wenn du jetzt sagst, ein Trigger, ist der Trigger bei dir drinnen oder draußen? Draußen. Also der kommt sozusagen von außen, ja, wird wahrgenommen, also es geht über die Wahrnehmung und dann kommt das Gefühl und dann der Gedanke. Also das ist sozusagen eher meine, wobei dann zwischen Gedanken und Fühlen sozusagen ein munteres Hin und Her und ein gegenseitiges Sich-Verstärken gibt. Ich finde noch eine andere Geschichte, die da auch noch mit reinspielt. Das ist jetzt die Frage, was ist da Henne und was ist Ei und so. Das Thema Bedürfnisse. Also ich denke immer gern so ein bisschen mechatronisch sozusagen, dass Gefühle quasi die Thermometer dafür sind, für die Bedürfniserfüllung. Wir können psychologische Bedürfnisse oft nicht so gut spüren. Und wenn die aber erfüllt sind oder insbesondere wenn sie weniger erfüllt sind, dann haben wir ein Mangelempfinden und dann geht der Bewertungsprozess los, der interne Suchprozess, woran liegt denn das jetzt? Und in dieser Verknüpfung entsteht auch das Gefühl als Reaktion. Da gibt es quasi auch wieder, Gefühle sind ja Brennstoff
für Verhalten und für Reaktionen. Also sonst könnte man hier auch wegdenken. Und ich finde das auch für viele Menschen ganz wichtig zu lernen, dass die Gefühle Brennstoff sind und dass sie da nicht noch selber im wahrsten Sinne des Wortes Öl ins Feuer gießen und dann irgendwelche extremen Reaktionen daraus schließen. Also, aber dieses Thema Bedürfnisse finde ich auch nochmal wichtig dann. Das ist so eine Kette dann. Es ist ein Bedürfnis da, das gibt dann irgendeine Reaktion und dann kommt vielleicht der Bewertungsmechanismus dazu. Und das alles zusammen, je nachdem, wie sich das auflädt, führt dann zu einer Reaktionsweise, die dann wieder die Situation verändert. So haben wir so einen Kreislauf an der Stelle. Entschuldigung. Was wäre denn das Bedürfnis eines Cholerikers? Finde ich spannend, die Frage. Sich Gehör zu verschaffen. Ich würde sagen, die Kontrolle zu behalten. Also ein gelerntes Muster, dass er sozusagen über Aggression die Oberhand, die Kontrolle behält. Und das Bedürfnis ist, den Kontrollverlust zu vermeiden. Also das wäre so meine Vorstellung davon. Aber mit dem Choleriker sind wir schon an so einer Stelle, wo eigentlich Verfestigungen, ne, von Gefühlen bei Menschen so deutliche Spuren hinterlassen, dass man manchmal etwas erstaunt ist. Ne? So was Hypochondrisches zum Beispiel oder Phobisches oder so. Ne? Was ich ganz spannend finde, ist, also, dass wir häufig gar nicht richtig fühlen, sondern eher Vergedanklichung von Gefühlen haben. Also man kann dann vielleicht, also man kennt da dieses schwarze Loch im Bauch oder also irgendwie wird es irgendwie bildlich beschrieben, aber es ist eigentlich irgendwie mehr ein Gedanke als ein Gefühl, was man hat. Und ja, weil, ich glaube, Entschuldigung, ich bin zu schnell. Entschuldigung. Das ist auch so ein spannendes Thema. Und was ich dann so spannend finde an diesen Vergedanklichungen, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe dieses schwarze Loch im Bauch, dann werte ich per se dieses Gefühl ab und will damit ja auch nichts zu tun haben, weil wer will schon bitte ein schwarzes Loch im Bauch haben? Will keiner. Mhm. Und das finde ich so schwierig an diesen Vergedanklichungen. Denn wenn ich dieses Gefühl mal sauber spüren würde, dann könnte ich daraus auch sehr hilfreiche Informationen ziehen, beziehungsweise das Gefühl könnte sich auch einfach mal auflösen, wenn ich es mal sauber durchfühle. Ja, aber das stützt eigentlich, was der Günther vorhin gesagt hat, ne? Dass wir dauerhaft und ständig trainiert werden, über die Kognition das abzuhandeln, ne, was da irgendwie schwer handelbar ist. Und dieses Rationalisieren, ja, das wird ja im Grunde genommen überall in der Gesellschaft für gut befunden und gelobt und verstärkt. Also insofern und das wird ist ja auch, das tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ja. Und es wird ja auch ständig gefördert, nämlich zum Beispiel, wenn ich eine Entscheidung treffen soll, dann fragt mich jetzt einer, ja, wie denkst du das oder was wollen wir jetzt machen? Und eigentlich wird von mir erwartet, ich sage jetzt mal unbewusst, weil man das auch so kennt, dass ich ganz schnell eine Entscheidung treffe. Und was ich inzwischen mache immer, ich sage, ich brauche mal kurz eine Minute, ich muss erst mal hinfühlen. Und das dauert dann auch, also dann... Ja, und dann dauert das auch und das merke ich dann häufig, dass da irgendwie so ein Muster, so ein Reaktionsmuster unterbrochen wird im Hin und Her, weil Leute das nicht kennen, dass man sich erstmal eine Zeit nimmt, erstmal also in sich reinzuspüren, was brauche ich denn jetzt eigentlich? Also ich glaube, was du jetzt ansprichst, das finde ich einen total interessanten Punkt. Ich glaube, ist ja auch viel Psychotherapie und Coaching beruht ja immer darauf, wenn jemand ein Gefühl hat, dann kriegst du zwei Fragen. Die erste Frage ist, wo spürst du das? Die ist bei mir persönlich immer ganz schlecht, weil ich manchmal Gefühle gar nicht irgendwie in der Brust, in der Atmung, im Bauch oder sonst irgendwas. Also die Frage ist bei mir ganz schlecht. Die zweite Frage ist, was denkst du dazu? Ne? Und so wird dann jeweils umgeleitet. Was du sagst, Steffen, finde ich sehr wichtig, das erinnert mich so ein bisschen an diese Felt-Sense-Theorie von Gentlin, also dass wir tatsächlich in uns ich hätte jetzt fast gesagt, wie eine Stimmung nachspüren können oder eher was Ganzheitliches, das ist jetzt nicht irgendwo eine Emotion, wie man sie sonst hat, also es passiert mir irgendwas, ich ärgere mich drüber, das nicht, aber wenn ich an so Entscheidungen denke, dann ist so dieser Felt-Sense, also so eine ganzheitliche
Gestimmtheit in die eine oder andere Richtung eine ganz spannende Frage. Und das ist für meine Begriffe nochmal ein bisschen was anderes, obwohl man da ja, wir können ja Gefühle nicht miteinander vergleichen. Wenn wir drei jetzt über Ärger sprechen würden, hätte man jeder, lässt sich wirklich nicht vergleichen, ob wir das Gleiche meinen. Aber dieser Feldsens, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass Menschen das auch lernen, so wie du es so schön beschrieben hast, da nochmal zu spüren oder achtsam zu sein in dem Moment und mal zu schauen, was kommt denn aus mir innerlich raus. Ne? Du hast ja auch gerade noch was ganz Interessantes gesagt, nämlich, dass Gefühle sich nicht miteinander vergleichen lassen. Man geht ja, oder das ist auch so mein Eindruck, man geht ja davon aus, ja, die anderen sind ja genauso wie ich. Das ist also eine, sag ich mal, relativ verbreitete Denkweise über Gefühle. Und wenn du jetzt sagst, Gefühle sind eigentlich nicht miteinander vergleichbar, kannst du das mal unseren Zuhörern mal ein bisschen erläutern, was du damit meinst? Ja, es lässt sich ja schlecht vergleichen damit, wir können das beschreiben jetzt. Zum Beispiel, das, was ich eben gesagt habe, mit den zwei Fragen, die du dann gestellt bekommst. Aber wie du fühlst, lässt sich eigentlich schlecht beschreiben. Ne? Da kannst du sagen, irgendwo Metaphern dafür bilden. Du hast ja eben auch nochmal ein Bild mit dem schwarzen Loch da gebracht oder so. Aber was da im Einzelnen in uns, da flitzen ja irgendwelche Botenstoffe hin und her. Die kann man schon messen, Dopamin oder Adrenalin oder sonst was. Auf der Ebene könnte man es vergleichen, da könnte man uns drei jetzt irgendwo eine Maschine dran anschließen, aber trotzdem, wie wir das subjektiv empfinden, das lässt sich nicht vergleichen oder wüsste ich jetzt keinen wissenschaftlichen Ansatz, der da weiter ist. Wir tun einfach in der Sprache dann oft so, als wenn der eine spricht über Trauer und der andere spricht auch über Trauer, dass das irgendwie was Ähnliches ist. Naja, also ich würde da vielleicht nochmal einhaken. Also wenn man über Trauer spricht, ich glaube schon, dass sich das vergleichen lässt. Also nehmen wir das Beispiel, jemand ist gestorben, den man gern hatte, dann ist wahrscheinlich eine relativ große Schnittmenge mit dem Gefühl Trauer gemeint. Aber was du, glaube ich, so verstehe ich dich, Günther, was du meinst, ist, der Ausdruck des Gefühls kann ziemlich unterschiedlich sein. Meinst du das? Nein, ich meine das nur. Ich meine genau das. Entschuldigung. Ja, ich glaube, dass die Subjektivität, das heißt also, das ist im Prinzip in dieser Gemengelage der Emotionen ist das Gefühl eigentlich das subjektive Anteil. Das heißt, wie ein einzelner Mensch sozusagen das erlebt, hängt ja von seinem Bezugsrahmen ab, sozusagen von seiner kompletten Erfahrungswelt. Ja. Und wenn diese Erfahrungswelt eine andere ist, dann ist auch der subjektive Anteil ein anderer. Also wir kennen das aus Kulturunterschieden zum Beispiel, ne? Dass es da relativ große Unterschiede gibt in dem, was jemand das subjektive Erleben. Na, das kann ist man ja, zwar das ist beschreiben, ja klar. Schildern, ja. Ja, aber dann hört es auch auf. Was ich aber meine ist, dass wie das Gefühl wahrgenommen wird, weil das, also ich persönlich kann meine Gefühle und ich habe, also das ist auch meine Erfahrung im Coaching, was die Wissenschaft sagt, weiß ich nicht. Was ich aber immer wieder erlebe, ist, dass die Gefühle eindeutig identifiziert werden können im Körper und dass die auch relativ, also dass wir die relativ gut beschreiben können mit einem Druckgefühl, mit einem Ziehgefühl, mit einem Kribbeln. Zum Beispiel, also mit beschreibenden Attributen. Das habe ich für meine Person eben in Frage gestellt. Also ich möge ja da vielleicht sehr gestört sein. Ich bin bei den Fragen bin ich in den Psychoseminaren immer bei mir dumm aufgefallen. Ich konnte da eben dann oft auch nichts so spüren, war aber ziemlich sicher, dass ich ein Gefühl hatte. Ich glaube, ich wollte nur mal sagen, was zu dieser inneren Unterschiedlichkeit. Gefühle sind gelernt, das muss man nochmal sagen. Bernd, du hast es auch eben schon mal angedeutet, also man denkt ja oft, dass Gefühle was Authentisches sind, dass die in uns drin sind und dass man die hat und das führt dann auch zu der Idee, dass die vergleichbar sind.
Gefühle sind gelernt und wir haben in der Transaktionsanalyse eine wunderbare Theorie auch über Ersatzgefühle, dass ich sogar Gefühle durch andere ersetzen kann. Also dass ich, sagen wir mal, Angst durch Ärger ersetzen kann, was man ja in vielen Organisationen, Firmen auch findet. Ja. Das finde ich gut, dass du das ansprichst, Günther. Das würde ich auch tatsächlich noch mal betonen, obwohl du es schon gerade gesagt hast, dass dieses, wenn ich immer sage, der bewusste Umgang mit Gefühlen oder Gefühlssteuerung, dann kriegen ganz viele Leute so ein, oh mein Gott, der manipuliert seine Gefühle, weil Gefühle, wie du schon sagst, sind ja anscheinend authentisch. Und ich kann genau das Gegenteil, also ich kann das bestätigen, was du sagst. Sie sind sehr gut beeinflussbar und auch lenkbar. Und wenn man mit Bewusstheit rangeht, also das ist was anderes, als sie wegzudrücken, finde ich jedenfalls. Also ich glaube, dass es sowohl als auch gibt. Also das, was wir so im Prinzip als genetisch fixiert, also sowas wie Ekel zum Beispiel oder Angst, oder das, denke ich, sind Gefühlsgrundlagen, die bei allen Menschen zu finden sind. Aber es gibt jede Menge gelernte Gefühle und Präferenzen. Ich glaube, dass es sowas wie Gewohnheitsgefühlsabläufe gibt. Also ich kann Gewohnheiten haben im Denken, ich kann aber genauso Gewohnheiten haben im Fühlen. Und wenn ich eine Gewohnheit habe, dann ist sie hochautomatisiert. Das heißt, sie läuft einfach ab, der Trigger ist da und schwupps, ja, ist man in diesem Gefühlsablauf. Ich glaube das auch, wenn man die Potenzialität für die Grundgefühle, bin immer ein bisschen skeptisch mit der Theorie der Grundgefühle, weil Gefühle ungeheuer differenziert sind, aber die Potenzialität für Ärger, Freude, Trauer, Angst, die ist bei jedem Menschen vorhanden. Wenn man mal jetzt mal so Autisten oder Asperger Leute da rausnimmt. Aber was gelernt ist, ist diese Verknüpfung, was wir vorhin hatten, mit Situationen und die Bewertungsprozesse, die übernehme ich in der Regel von meinen Eltern oder aus Situationen, also transaktionsanalytisch ausgedrückt, das sind typische Kind-Ich-Erfahrungen, also selbstentwickelte Lebenserfahrungen von mir, dass ich mir irgendwie in einer bestimmten Situation den Reim darauf gemacht habe, da ist es für mich besser, du hältst den Mund, als dass du mit Ärger reagierst. Das wäre schon mal eine Emotionsregulation, die viele Jungs in der Schule lernen. Oder du hast von deinem Vater abgeguckt oder so, dass der immer an die Decke geht, wenn es bestimmte Kleinigkeiten nicht stimmen, hast du auch übernommen. Das wäre dann transaktionsanalytisch gesprochen Eltern-Ich. Also für meine Begriffe haben wir da in diesem Spektrum tatsächlich unsere Gefühle gelernt. Ja, also absolut. Entschuldigung, ja. Ja, also ich denke, so herausragende Beispiele ist sowas wie Prüfungsangst, Versagensangst, Vermeidungsverhalten, Sorgen, sorgenvolles Leben. Also das sind so typische gelernte Muster, und die extrem viele Menschen kennen und auch massiv behindern. Es gibt ja auch diesen Spruch, ne, da habe ich eine Angst entwickelt. Ja, genau. Jetzt wäre ja die Frage, wie kriegt man denn eigentlich Gefühle in Richtung hilfreich verschoben? Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch interessant ist. Ja, du hast ja vorhin diesen Aspekt angesprochen, dass es möglich ist, Gefühle zu beeinflussen. Also ich habe so die Vorstellung davon, wenn jemand eine hinderliche Gefühlsäußerung hat. Als Beispiel bleibe ich mal, er ist sorgenvoll, ängstigt sich vor vielen Situationen, und das kann sein Leben massiv beeinträchtigen. Und im Beratungsprozess könnte er sozusagen dann die Trigger identifizieren. Also was kommt von außen, was holt mich in diesen Automatismus? Und dann tatsächlich eine andere Gefühlstönung zu lernen. Das würde für mich bedeuten, dass er eine Vorstellung entwickelt hat davon, was er denn anstatt empfinden möchte. Ja,
Die meisten Menschen, die haben tatsächlich so eine Idee, wie du sie vorhin genannt hast, Steffen, ja, das ist ja irgendwie, wenn man an seinen Gefühlen darum macht, das ist ja manipulativ oder sowas. Nee, das ist Quatsch. Es ist, wenn ich eingespurt bin in eine bestimmte Gefühlslage, dann ist es auch wichtig, einen Weg zu finden und zu kreieren, wie ich da wieder rauskomme. Schon ist das Leben massiv beeinträchtigt. Also was ich verstehe, ist, dass du über einen Bewusstheitsprozess den Trigger identifizierst und dann übers Denken, also eine Gefühlsvorstellung zunächst kreierst. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, eine Gefühlsvorstellung kreieren, das heißt also sozusagen ein Gefühl haben und aufrufen können, dass ich anstatt dieses Automatismus haben möchte. Ne? Mhm. Also ich mache es mal ganz konkret, ein Beispiel. Wenn ich in der Vergangenheit an den Briefkasten gegangen bin, einen Brief da rausgeholt habe und konnte nicht so richtig identifizieren, sah vielleicht sogar ein bisschen amtlich aus, dann ist sofort ein Schwall von rot? Sorgen, Angst oder sowas hochgekommen. Und ich habe mir das wirklich beigebracht, heute, wenn ich einen solchen Brief aus dem Briefkasten halte, mit der Idee und dem Gefühl zu gehen, da ist bestimmt eine positive Nachricht drin. Und mindestens 50% der Fälle ist es auch so. Dass wenn also man so viele blaue Briefe gekriegt hat früher. Ja, was der Bernd hier über sich preisgibt. Ah ja. Wenn dann meine Eltern, ne? Aber ich vielleicht hast du sie vorher aus dem Briefkasten fischen. Ja, muss man gesteuert. Okay. Eine andere Möglichkeit, also die für mich hilfreich ist, mit Gefühlen umzugehen, ist sie tatsächlich durchzufühlen. Also wenn ich merke zum Beispiel, dass ich mich ärgere, und häufig ist es ja so, oder es war in der Vergangenheit so, dass ich irgendwie grantig oder schnippig geworden bin in meinen Kommentaren und habe dann irgendwann gemerkt, ich bin verstimmt, ich ärgere mich eigentlich, also in einer noch relativ niedrigschwelligen Form, aber eigentlich ist es irgendwie schon ein Ärger. Und was ich heutzutage mache, ist dann so, ich nehme den Ärger wahr und halte inne und sage dann auch meinetwegen, ja, ich muss erstmal kurz hinfühlen, ich merke gerade, ich bin verstimmt und spüre, wo in meinem Körper der Ärger ist. Günther, für dich wäre das wahrscheinlich nichts, aber viele andere Menschen können damit auf jeden Fall was anfangen, so meine Erfahrung. Ich brauche den und spüre Körper das dafür durch. Gar nicht. Was sagst du? Also das braucht den Körper dafür gar nicht. Kann ein Gefühl, den muss ja nicht vorher im Körper lokalisieren. Das, was du sagst, ist eine uralte Theorie, 1365 von Johannes Tauler, Schüler von Meister Eckhart, der gesagt hat, Gefühle ausfühlen. Mhm. Also ein meditativer Ansatz ist es im Grunde, weil Gefühle, das hat der Meister Eckhart nicht gesagt, weil das war damals noch nicht erfunden, aus der Buchhaltung, Gefühle sind durchlaufende Posten. Menschen meinen immer, wenn sie im Gefühl drin sind, das endet nie, wenn es ein deftiges Gefühl ist, da bleibe ich jetzt ewig drin, komischerweise. Aber erfahrungsgemäß ist es ein durchlaufender Posten. Den Eindruck hat man, genau, dass es nicht enden wird. Und meine Erfahrung ist, dass es dann abklingt, wenn man es sauber fühlt. Ja, die Verhaltenspsychologen haben ja auch den Zeitraum, also so circa 20 Minuten, wenn massivste Ängste da sind. Und die Menschen bleiben sozusagen in dieser Bedrohungssituation, dann sind es relativ genau 20 Minuten, bis tatsächlich, obwohl die Situation immer noch die gleiche ist, die Angst auch dann verschwindet. Das ist also wirklich ein durchlaufender Posten. Bis die Neurotransmitter alle sind. Wahrscheinlich. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen auf Emotionsregulationstechniken hinweisen, die für mich im Coaching mit Klienten und auch bei mir selbst eine Riesenrolle spielen. Also ich arbeite ja sehr viel mit der energetischen Psychologie, also zum Beispiel mit der Klopftechnik, das ein sehr interessantes Verfahren ist, wo man nicht so genau weiß, warum es funktioniert, aber es funktioniert, wo man tatsächlich Gefühle direkt angehen kann. Vielleicht passiert ja der gleiche Mechanismus wie in dem meditativen Ansatz auch. Aber das finde ich ungeheuer spannend. Das ist vor allem für alle Leute, die gerne ein bisschen was dabei machen. Also bei der Klopftechnik ist man ja aktiv. Man macht taktil irgendwas mit den, berührt sich und so weiter und so fort. Da ist das eine richtig, richtig gute Sache. Also welche Klopftechnik meinst du denn? EFT oder welche meinst du? Ja,
die haben unterschiedlichste Namen. Ne? Also EFT ist ja der ein ursprünglicher Name und heute der populärste Konzept in Deutschland. Im Moment ist ja PEP, also das von Michael Bohne in Hannover, also die prozessorientierte energetische Psychotherapie. Also insofern, die unter so vielen Namen gibt's das jetzt. Deshalb sage ich auch ganz einfach Klopftechnik. Das hört sich jetzt nicht so groß an wie Emotional Freedom Therapy, aber ich glaube, dass das ganz gut ist für Leute zu beherrschen. Und ich bringe das, sagen wir mal, jeder zweite Coaching-Klient von mir hat auch die Themen, dass er Gefühle mal direkt angehen will oder Ängste oder ist mal beschämt worden oder sonst was. Und um an diesen Sachen zu arbeiten, auch die bei den Gefühlen, die so ein bisschen traumatischen Hintergrund haben, da finde ich das sehr, sehr sinnvoll. Und PEP wird PEP geschrieben. Ich frage das deswegen, weil vielleicht möchte ja jemand unserer Zuhörerinnen das mal googeln. Deswegen bringe ich diese Namen ins Spiel. Ja, danke. Was heißt denn PEP? Prozessorientierte energetische Psychotherapie. Mhm. Ja. Also es gibt auch andere schöne Sachen noch. Also wenn wir da schon mal dabei sind, zum Beispiel die Introvision, ein Verfahren, was von einer Hamburger Professorin entwickelt worden ist. Ich meine, sie heißt Angelika Wagner. Genau. Das wird auch von anderen heute trainiert und popularisiert, aber ich würde die gerne, die Frau Professor Wagner, da als Autorin da erwähnen. Das ist auch sehr spannend. Das Buch? Ich glaube, dass, ich sag mal, einen massiven Einfluss, also wenn wir jetzt mal so bei der Fragestellung sind, was gibt's denn da an Zugangsmöglichkeiten, Techniken und so, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, dass ein riesen Einfluss die Atmung spielt. Ja, ich kenne das von mir selbst, also ich komme ursprünglich mal aus dem Stamm der Sei-Stark-Antreiber, Menschen, die gelernt haben, kaum mehr Angst zu empfinden und damit auch sozusagen alle übrigen Emotionen einigermaßen einzufrieren und zu frosten und nur um eben kaum oder wenig Angst empfinden zu können. Und bei mir war das so, dass ich tatsächlich über die Anspannung der Bauchmuskulatur, des Atmens sozusagen nur noch in den Oberkörper, keine Bauchatmung mehr, so weit mich runter gefühlskalt machen konnte, bis ich körperlich gefroren habe. Wirklich gefroren. Also ich habe Situationen noch in Erinnerung, wo ich tatsächlich gefröstelt habe und keine Erklärung dafür hatte, was das jetzt ist. Das war einfach durch den Atemvorgang reguliert, das runter kühlen und wegmachen sozusagen von Gefühlen. Und was für eine Atmung würdest du empfehlen heutzutage? Ja, die Bauchatmung und die Ruheatmung. Das wären so für mich so zwei Aspekte. Das heißt, einatmen, ausatmen, Pause, so wie man sozusagen beim Schlafen die Pause etwas verlängern, so bis sozusagen genussvoll erleben, die Pause, noch einen Tick sozusagen über die Pause drüber gehen. Und damit sozusagen über die Pause einhalten, auch wieder eine Art von Beruhigung herstellen zu können. Und dann halt auch wirklich die Bauchatmung, also gegen den Gürtel atmen, sagt man so, ne? Wenn man Gürtel hat. Das wären, sind so zwei Dinge, die ich als hilfreich im Coaching oder in der Beratung erlebe. Ich glaube, nochmal zurück dazu, ist diese Fragestellung, ist es hilfreich oder Stolperstein? Es hängt so ein bisschen vom Typ ab, ne? Also wer mit dem Sei-Stark-Antreiber zu tun hat, für den ist ja erstmal eine Belebung des Gefühlslebens wichtig. Exakt. Und eine Aufdeckung. Exakt. Und so die Potenzialität der Gefühle erstmal, so, ich hätte jetzt fast gesagt, epigenetisch erstmal die Genetik zum Leben
zu machen. Und bei anderen, die gibt ja auch die zu viel fühlen oder in bestimmten Situationen sich handlungsunfähig machen per Gefühle oder durch ihre Gefühle auch für andere gefährlich sind. Ne? Die meisten Schwerverbrechen passieren in engen Beziehungen und werden durch Gefühle getriggert. Also das ist nochmal sehr, sehr interessant, welche Richtung es braucht an ja. der Stelle. Und es gibt auch Kombinationen von beiden, das finde ich auch nochmal spannend. Also die Diagnostik, um dieses Wort mal zu nehmen, bei was zu tun ist bei Gefühlen, ist nochmal eine sehr individuelle Frage. Wir haben ja beide, Günther, ne? Können wir zu dieser Generation, wo vor uns die Kriegsgeneration war, ja, und massenhaft Menschen damit leben mussten, Ängste wegzumachen. Jetzt haben wir wieder eine Kriegssituation. Ach, hier werden wieder massenhaft Menschen lernen, irgendwie mit ihren Ängsten klarzukommen, umgehen zu können. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Ne? Du hast epigenetisch gesagt, also ich denke schon tatsächlich, dass das auch Einflüsse sind, die mit denen wir zu tun haben, neben den Gelernten. Bei den sogenannten, also wie wurde es gerade gesagt, bei den sehr starken Antreibern, die erstmals fühlen lernen müssen, würde ich noch so einbringen oder würde ich ermutigen dazu, es kann zu einer Erstverschlimmerung kommen. Absolut. Das sei sozusagen fürs Denkkonzept bereits gemerkt, ne, dass man denkt, oh mein Gott, was kommt denn da alles hoch? Nee, das will ich nicht. Wenn man dann dranbleiben, also wenn man es schafft, dann dran zu bleiben, dann wird es auch wieder besser. Ja, da hilft dann der Spruch, die Angst weist den Weg. Und was ich ja vorhin gesagt habe, der Weg hinaus, der Weg hindurch. Ich wollte noch mal gerade was sagen zum Aktuellen. Stellen wir ja so ein bisschen so ein Resilienzphänomen fest. Am Anfang waren am 24. Februar und die folgenden Tage waren die meisten Leute richtig geschockt gefühlsmäßig von dem Krieg. Und so, jetzt ist der Krieg 100 Tage alt und wir fangen an, oder viele Menschen fangen an, sich zu gewöhnen an diese Geschichte. Es ist einfach da. Das heißt, wir haben ja auch keine andere Chance. Wir können ja nicht sagen, ich will jetzt selber nicht mehr leben, weil ein Krieg da ist. Also insofern, das finde ich auch schon interessant, dass halt der Mensch, ohne dass er jetzt groß was dafür aktiv tun muss, auch in der Lage ist, sich an bestimmte Spannungssituationen zu gewöhnen, ohne dass er gefühlsmäßig jetzt total ausflippt. Was nicht bedeutet, dass er das vielleicht auf einer anderen Ebene, wir haben ja eine Zunahme von psychosomatischen Krankheiten im Moment und ich glaube, das ist nochmal, diese haben wir ja eben auch schon mal am Wickel gehabt, dieser Zusammenhang zwischen Fühlen und Körper. Ich glaube, wenn wir nicht lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen und zu äußern und vernünftige Ausdrucksformen zu finden, dann schlägt es auf die nächste Ebene durch und das ist eine physiologische, also eine körperliche Ebene. Ja. Das ist auch die Gefahr bei den sei stark Mustern. Ja, ich glaube, dass ich sag mal, das Somatisieren, also dass seinen körperlichen Ausdruck findet, ja, wenn bestimmte Gefühle dauerhaft vermieden werden. Du hast vorhin gesagt, Günther, dass du sehr stark mit energetischen Konzepten arbeitest. Das ist bei mir ähnlich. Ich glaube, dass diese Energien, die da ständig aufgebracht werden müssen, ja, um bestimmte Dinge nicht zu fühlen, dass die letztendlich schädlich für den Körper sind. Ja, das ist wie ein Aufstauen im Durchlauferhitzer. Das kann nicht gut gehen auf Dauer, ne? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und das nächste Mal unterhalten wir uns darüber, über Zeitenwende und Disruption, wie wir aus allen Wolken fallen. Also bis dann. Und zwar ohne Fallschirm, ne? Okay, bis dann. Ciao. Bis dann. Habt's gut.